Schnieder ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich sehe mich zunächst zu einer Vorbemerkung veranlasst nach dem Beitrag der Kollegin Wilms, nach dem, was die Grünen in der Woche in Vorberichterstattung in der Zeitung ja schon platziert hatten. Der Vorwurf, hier würden sich Abgeordnete der Großen Koalition die Projekte in den Wahlkreisen zuschanzen. Ich will hier gar nicht groß darüber reden, dass das unhaltbare Unterstellungen sind. Ich will gar nicht darüber reden, dass Sie in den Berichterstattungen ja vollkommen falsch dargestellt haben. Es sind Projekte dabei, die gar nicht im vordringlichen Bedarf sind. Die haben Sie mit Hunderten von Millionen dort angesetzt. Ich will Sie mal ernst nehmen. Und ich will einmal hinterfragen, was Sie sich dabei gedacht haben. Über 1.000 Projekte in diesem Bundesverkehrswegeplan, 299 Wahlkreise. Da liegt es doch auf der Hand, dass wir flächendeckend in Deutschland Projekte in allen Wahlkreisen haben. Sie haben nur ein Problem. Sie haben ein einziges Direktmandat. Sie sind nicht mal in 20% der Wahlkreise vertreten. Deshalb können Sie bei der Frage überhaupt nicht mitreden. Das ist Ihr großes Problem. Und wenn man das zu Ende denkt, dann wäre nach Ihrer Auffassung ein guter Bundesverkehrswegeplan, insbesondere im Bereich Straße, einer, der flächendeckend überhaupt keine Projekte vorsehen würde. Und das ist in der Tat entlarvend, und das ist gut, dass Sie das klargemacht haben. Sie sind weiterhin die Dagegenpartei. Sie wollen Mobilität verhindern. Wir wollen Mobilität ermöglichen, und das tun wir mit diesem Bundesverkehrswegeplan. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Regionalzeitung, der Trierische Volksfreund, schreibt heute in einer Vorberichterstattung, das sei heute ein Feiertag für die Verkehrspolitiker, insbesondere für die in der Region. Und ich muss sagen, genau so ist das. Das ist ein Feiertag heute. Nicht nur für meinen Wahlkreis, für die Region Trier mit dem A1-Lückenschluss, mit dem Moselaufstieg, ganz wichtige Projekte für Rheinland-Pfalz. Nein, das ist ein Feiertag für ganz Deutschland, weil wir die Weichen stellen für eine vernünftige, für eine zukunftsgerichtete Verkehrspolitik bis 2030, die uns Wohlstand, die uns Wachstum, die uns Mobilität und damit Arbeit in Deutschland gewährleisten. Wir haben uns im Vorfeld ambitionierte Ziele gesetzt. Wir haben uns nicht nur ein Ziel gesetzt, auf die Umwelt zu achten, das haben wir getan. Wir haben uns nicht nur das Ziel gesetzt, die Öffentlichkeit zu beteiligen. Auch das haben wir in einer beispielhaften Art und Weise getan, sondern wir haben Prioritäten gesetzt. Am Anfang hat keiner geglaubt, dass wir das einhalten würden. Aber wir haben uns an dem ausgerichtet, was wir vorher gesagt haben, und wir lassen uns gerne daran messen. 70% der Investitionen gehen in den Erhalt der Verkehrswege, also das Prinzip Erhalt vor Neubau eingehalten. Wir haben durchgehend priorisiert. Auch das ist die Wahrheit. 75% der Projekte, die im Bundesverkehrswegeplan stehen, gehen in überregional bedeutsame Verbindungen. Auch das haben Sie von Anfang an bezweifelt, dass wir das hinbekommen. Wir haben es hinbekommen. Und wir vernachlässigen die ländlichen Räume dabei nicht. Deshalb sind auch die Ortsumgehungen wichtig. Und wenn wir 75%, über 3/4, in überregional bedeutsame Vorhaben stecken, dann ist es auch richtig, dass wir den ländlichen Raum, dass wir die Anbindung an die Metropolen nicht vernachlässigen. Und deshalb sind die Ortsumgehungen, sind die örtlich wichtigen Projekte, die dann auch Raumbedeutsamkeit für diese Region haben, außerordentlich wichtig. Ich bin stolz darauf, dass wir es geschafft haben, diesen wichtigen Bereich nicht auszuklammern, sondern auch für diese Räume Mobilität für die Zukunft schaffen zu können. Und schließlich haben wir es auch geschafft, bei der Verteilung der Mittel auf die Verkehrsträger ausgewogen und modern den Bundesverkehrswegeplan auszugestalten. Sie bejammern immer, dass angeblich zu wenig in die Schiene fließen wird. Das Gegenteil ist der Fall, Herr Gastel. Lassen Sie sich doch messen an dem, was Sie 2003 in einem Bundesverkehrswegeplan vorgelegt haben. Wir haben das Verhältnis verbessert. Die Straße macht 49% aus, die Schiene liegt bei 42%, Wasserstraße bei 9%. Dabei hat die Schiene nur eine Transportleistung von nicht mal 20%. Wir stecken also viel mehr in diesen Verkehrsträger, als er
an Transportleistungen überhaupt erbringt. Das ist doch der Nachweis, das ist doch das Zeichen dafür, dass wir das ernst nehmen und dass wir eine ausgewogene Mischung hier vornehmen. Und das hat übrigens auch was mit den Umweltauswirkungen dieses Planes zu tun. Ist doch vollkommener Humbug zu sagen, das würde den Umweltzielen nicht gerecht. Schauen Sie sich die Bilanzen an, wir sparen nachweislich CO2 ein. Aber entscheidend ist doch, dass es hier um den Bau von Infrastruktur geht. Die wirklichen Potenziale, um Emissionen einzusparen, liegen doch nicht darin, dass ich Infrastruktur schaffe, sondern mit modernen Antrieben das bewältige. Der Effekt liegt doch daran, dass wir Staus beseitigen, dass die LKWs nicht mehr durch die Orte fahren. Und das ist ein komisches Umweltverständnis, das Sie an den Tag legen. Wenn Sie es bemängeln, dass wir Menschen schützen vor Emissionen, vor Lärm, vor Staub in den Städten, in den Gemeinden. Ich glaube, dass wir da genau die richtigen Schwerpunkte setzen. Wir haben den Umweltschutz als wichtiges Ziel dort auch erkannt und wir werden dem, was wir uns da vorgenommen haben, vollkommen gerecht. Und lassen Sie mich ein letztes Wort sagen zu der Öffentlichkeitsbeteiligung. Wir hatten ja nicht nur eine Öffentlichkeitsbeteiligung, wir hatten deren zwei. Wir hatten schon 2013 bei der Aufstellung der Grundthematik haben wir eine Öffentlichkeitsbeteiligung gehabt und wir haben bei der Aufstellung des Bundesverkehrswegeplanes in diesem Jahr die zweite, die große Öffentlichkeitsbeteiligung gehabt. Fast 40.000 Eingaben und eben nicht ohne jede Folge, sondern das ist geprüft, das ist ernst genommen worden. Auch da muss ich fragen, welches Verständnis von öffentlicher Beteiligung haben denn Sie? Es kann doch nicht sein, dass jede Eingabe zu dem Ergebnis auch automatisch führt, das da gewünscht wird, sondern natürlich müssen wir das abwägen, das haben wir getan. Mein Büro hat hunderte von Briefen von Bürgern, von Organisationen beantwortet. Es hat einen regen Dialog gegeben und auch das Ministerium hat diese Dinge dankenswerterweise aufgeführt. Und deshalb kann ich als Fazit ziehen, wir haben hier wirklich ein tolles Werk vorliegen. Es ist ein großer Wurf für die Infrastruktur in den nächsten 15 Jahren. Das ist zukunftsfähige Politik. Damit schaffen wir die Voraussetzung weiterhin für Wohlstand, für wirtschaftliche Prosperität, für Mobilität, für Arbeit in Deutschland. Vielen Dank. Das war der